Einen wunderschönen Tag, hübsche Menschen. Ich sitze gerade im Büro, hinter mir hier die kleine Bücherversandecke. Und heute, habt ihr schon gesehen, wir machen einen Jägertopf. Einen Jägertopf. Mein Jäger ist leider krank, deshalb ist da auch dem sein Präsent kommt. Den werde ich nachher noch besuchen. Sonst hätte ich mich Wildschweinherzen genommen. Wildschweinherzen ist immer so eine Sache, da musst du rankommen. Da kannst du beim Jäger nicht bestellen, sondern musst auf eine Treibjagd hoffen. Und dann musst du schnell sein und dir die Wildschweinherzen da wegstibitzen. Weil die Jäger sind ja alle schlau, die kennen sich aus mit dem ganzen Kram und die wissen jetzt genau, was Wildschweinherzen total lecker sind. Wenn du keine Wildschweinherzen hast, mach da einfach Weg mit Putenherzen. Auch sehr gut. Und wenn du da Putenherzen nicht rankommst, dann wäre Schweineherz auch noch eine Option. Ne? Also, ja, wir quatschen jetzt hier lange, wir legen los. Dass es sich jetzt um Putenherzen handelt, habe ich euch schon verraten. Und so sehen die Burschen aus. Also, ja, schon etwas größer als Hühnerherzen. Und Wildschweinherzen sind noch ein bisschen größer, aber sie geht halt in dieselbe Richtung. Das sind so 1,4 Kilo. Dann brauchen wir zwei, drei Hände voll getrocknete Pilze. Die habe ich selber gesammelt. Beziehungsweise ich war beim Sammeln dabei. Wenn ich was sammle, dann habe ich immer bloß ein bisschen. Und meine Frau, die hinter der Kamera steht, die ist bei uns unsere Pilzexpertin. Die findet immer viel mehr als ich. Also hier schön getrocknete Pilze. Dann brauchen wir zwei, drei Esslöffel Dutch-Ofenzauber. Wenn ihr den nicht habt, könnt ihr euch den kaufen. Oder einfach nachmischen. Ihr kennt das Spiel. Dann brauchen wir einen großen Spritzer, so zwei, drei Esslöffel Tomatenmark. Hier drüben haben wir fünf große Zwiebeln, klein geschnitten in so mundgerechte Stücken. 1 Liter Reis und 3 Liter Wasser. Ein kleinen Spritzer Öl, was zum Umrühren. Und wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und ein Brett. So, die Putenherzen sind mir ein bisschen groß, weil ich mag sie gerne so mundgerechte Stücke. Deshalb schneiden wir die immer durch. So sehen die von innen aus. Und da ist ein scharfes Messer immer super. Wenn man so als Herzchirurg unterwegs ist, ist so schnell gemacht, die einfach schön zu. Aufzuschneiden, zumal, wenn wir sie, so haben sie jetzt außen Haut rum und wenn die jetzt schön offen sind, dann nehmen die auch nochmal richtig schön Geschmack ab. Also es ist ja eigentlich ein Organ, aber besteht ja eigentlich aus Muskelfleisch und hat einen sehr, sehr tiefen Geschmack, sehr, sehr tiefen Fleischgeschmack und das ist halt gerade für so eine kräftige Nummer, wie wir die hier machen, natürlich absolut Gold wert. Das ist natürlich nicht jetzt mit einer nicht schmeckenden Hähnchenbrust oder so, sondern das ist richtig Power. Und eine sehr leckere Nummer, ja. Ordentlich schneiden hier. Vor allem mit dem scharfen Messer immer hinkicken, wo man hinschneidet. Kriegen wir hin. So, den German-Ofen habe ich hier schon mal draufstehen. Ihr könnt das natürlich auch im Dutch-Ofen machen. Dann macht euch unter dem Dutch-Ofen ordentlich richtig Kohlen runter, richtig Druck. Aber hier auf dem Gasgrill, ne, ist ein German-Ofen der Mittel der Wahl. Einen ordentlichen Spritzer Öl drin. Und dann gleich unsere Herzen direkt hinterher. Deckel zu und die immer richtig volle Pulle anknastern, dass sie ein bisschen Röstung bekommen. So alle Minute mal eher ein bisschen durchrühren, dann siehst du schon, die kriegen schon langsam schön Farbe. Ah, liebe ich. Wenn die erste Farbe gezogen haben, dann kommt jetzt erstmal ein ordentlicher Spritzer von der Tomatenkerstin hier ran. So, nicht geizig sein. Und den rühren wir erstmal immer schön mal runter hier. So, jetzt hat sich das schön verbunden. Jetzt kommen dazu ein paar Esslöffel von, ich mache das erstmal hier so. Also ungefähr 3 Esslöffel von dem Dutch-Ofenzauber. Immer verrühren, dass wir keine Rudelbildung haben. Dazu die unvermeidlichen Zwiebeln. Und so. So, wa? Frau, was sagst du? Willst du mehr? Komm. Und die Quellen noch genau. Das sind die getrocknete. So, alles immer schön miteinander vermischen. Warmes Wasser rübergeben. Wie immer beim Dutch Ofen oder beim German Ofen oder auch was auch immer, immer mischen. Mischen ist wichtig. Mischen ist Leben, mischen ist Liebe. Mischen braucht es. Oh, sieht sehr gut aus. Wie immer beim Dutch Ofen oder beim German Ofen oder auch was auch immer, immer mischen. Mischen ist wichtig. Mischen ist Leben, mischen ist Liebe. Mischen braucht es. Oh, sieht sehr gut aus. Und falls ihr euch fragt, wo der Reis bleibt, habt ihr Geduld, der braucht noch ein bisschen. Weil jetzt schließen wir erstmal für 2 Stunden hier den Deckel und lassen den hier schön vor sich hinschmuggeln. Wir machen da unten drunter die Temperatur auf kleinste Stufe, auf eben aus. Und rechts und links so, naja, so auf 3/4 Kraft. Da haben wir schön 200, 220 Grad hier in dem Gerät drin. Deckel schließt. Sehr gut. Und jetzt heißt es nur abwarten. Ach, das liebe ich, oder? So ein kleiner Zeitsprung. 2 Stunden sind rum und so sieht der Spaß da drin aus. Ich habe schon immer ganz kurz abgeschmeckt und haben festgestellt, war ein bisschen wenig Salz drin. Deshalb habe ich ein klein bisschen Salz noch dazu gemacht. Und jetzt kommt im Prinzip unser Reis ins Spiel.
Reis auch wieder ganz wichtig. Ihr kennt das Drama. Umrühren, umrühren, umrühren. So. Sich möglichst gleichmäßig verteilt. So, jetzt machen wir den Brenner da drunter aus. Die anderen beiden lassen auf kleiner Stufe. Setzen wieder unseren Deckel ruf und schließen für genau 30 Minuten hier den Deckel und dann sind wir schon fertig. So, ihr hübschen Menschen, jetzt ist die Zeit aber wirklich abgelaufen. Guckt euch das an. Oh, der Reis ist schön hochgekommen, riecht ganz hervorragend. Und wir werden mal den Topf hier von der fürchterlichen Hitze befreien. Aber zweite Hand für. Ah, oh, mega. So, guckt euch das an hier, schön. Der Reis schön durchgezogen, wir haben Zwiebeln drin, wir haben die Pilze, wir haben die Herzen. Oh. Und wirklich, also das ist meine ostdeutsche Seele, die hüpft. Um es ein bisschen schöner zu machen, mal noch ein bisschen hier Anhieber-Schnittlauch oben drüber. Ah, liebig. Oh, ein absoluter Traum und so schnell gemacht. Also wir fangen mal an mit Reis. Der Reis ist heiß. Hat der echt gebracht? Kurz davor selbst das Abo zu beenden. Ja. Oh. Der hat so schön den Geschmack von den Pilzen. Von dem Herz aufgezogen. Ein Traum. Oh. Und jetzt kommt natürlich hier so schöne Stücke Herz. Feinfaserig. Butterzart und hier noch ein Stücke Pilz. Die sind natürlich immer so ein bisschen globschig, aber oh, mehr Zwiebeln in einem zusammen. Ein richtig Wohlfühlessen. Die ganze Team, die stehen auch schon alle hier bei Fuß. Frau, du kannst auch kaum erwarten, oder? Und dann wirklich nicht so lange quälen. Richtig gut. Und das Schöne ist, so Putenherzen, die kosten nicht die Welt, ne? Fragt mal euren Fleischer oder guckt mal im Supermarkt, ob sie die da haben. Das ist echt kein, was nicht mal teuer ist. Ich glaube, der teuerste war hier die tiefe gefrorene Schnittlauch an der Nummer. Reis kostet nichts, Pilze hat man da, Zwiebeln. Ein bisschen Gewürz macht dann ohne mehr den Kohlfett. Aber so viel Geschmack, so viel Liebe da drin. Sehr, sehr geil. Und vielleicht lasst ihr einen Daumen nach oben da. Wohl auf einen Kommentar oder ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Close Grill, Fans Grill, Barbecue. Macht's gut. Und die Kanalmitgliedschaft supportet auch nur so als am Rande. Oh. Aber ich so gut essen habe, auch keine Mitgliedschaft. Beef Bandits. Once a bandit, always a bandit.